Wissenschaftler haben im Herzen des Kosmos eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Sie haben in einem schwarzen Loch etwas Überraschendes und Rätselhaftes gefunden, was alles in Frage stellt, was wir über diese Wunder des Kosmos zu wissen glaubten. Machen Sie sich bereit, denn wir sind dabei, die faszinierenden Geheimnisse zu enthüllen, die im mysteriösen Kern eines schwarzen Lochs verborgen sind. Schwarze Löcher sind ein faszinierendes Phänomen, wie der brillante Wissenschaftler Albert Einstein in seiner allgemeinen Relativitätstheorie postulierte. Nach dieser Theorie ist die Schwerkraft auf der Oberfläche eines schwarzen Lochs so stark, dass sich selbst Licht ihrer Anziehungskraft nicht entziehen kann. Die Schwerkraft verhält sich nicht wie eine herkömmliche Kraft wie Magnetismus oder Schub und Zug, sondern ist das Ergebnis der Krümmung der Raumzeit. Das heißt, die Schwerkraft entsteht dadurch, wie Objekte mit Masse und Energie das Gefüge der Raumzeit verzerren oder biegen. Diese mit dem Gravitationsfeld verbundene Krümmung der Raumzeit ist umso ausgeprägter, je energiereicher ein Objekt ist, was zu einem stärkeren Gravitationsfeld führt. Im Anschluss an diese Theorie werden wir über schwarze Löcher sprechen, die zu den extremsten Objekten im Universum gehören. Diese besitzen unvorstellbare Mengen an Masse und Energie, konzentriert auf engstem Raum. Aufgrund ihrer großen Masse wird das Gravitationsfeld von schwarzen Löchern sehr intensiv und erzeugt eine tiefe Krümmung im Gefüge von Raum und Zeit. Hier wird es wirklich außergewöhnlich. Die Anziehungskraft um ein schwarzes Loch ist so unglaublich stark, dass sie einen sogenannten Ereignishorizont erzeugt. Der Ereignishorizont ist keine physische Barriere, sondern ein Bereich, in dem sich der Raum allmählich krümmt. Es ist eine unsichtbare Grenze oder ein Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Sobald etwas, etwa ein unglückliches Raumschiff oder sogar ein Licht, diese Grenze überschreitet, kann es den Fängen des schwarzen Lochs niemals entkommen. Der Ereignishorizont bildet ein unsichtbares Kraftfeld, das alles in sich hält, einschließlich Licht, das normalerweise als das schnellste Wesen im Universum gilt. Um die Außergewöhnlichkeit dieser Situation hervorzuheben, stellen Sie sich vor, Sie würden mit einer Taschenlampe leuchten. Die von Ihnen ausgesendeten Lichtstrahlen bewegen sich mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von etwa 300.000 Kilometern pro Sekunde. Wenn Sie sich jedoch irgendwie in einem schwarzen Loch befinden würden, wäre die erforderliche Geschwindigkeit, um seiner Anziehungskraft zu entkommen, sogar noch höher als die Lichtgeschwindigkeit. Dies ist nach unserem derzeitigen Verständnis der Physik völlig unmöglich. Im Kern eines schwarzen Lochs finden wir die sogenannte Singularität. Es ist der Ort, an dem die gesamte Masse und Energie des schwarzen Lochs, egal wie groß sie auch sein mag, in einem unendlich kleinen, dichten Punkt im Zentrum gequetscht und komprimiert wird. Diese Singularität ist wie ein gigantisches kosmisches Gebilde mit einer außergewöhnlichen Schwerkraft und Krümmung. Tatsächlich weist die Singularität eine unendliche Krümmung und Schwerkraft auf, was faszinierend ist. Unser Verständnis der Physik beginnt auseinanderzufallen, wenn wir versuchen, zu verstehen, was an der Singularität passiert. Wir wissen einfach nicht, was dort vor sich geht, es ist, als ob die Gesetze, die unser Universum regieren, eine Pause einlegen oder abwesend sind und uns ratlos und verwirrt zurücklassen. Wissen wird durch die Erkundung dieses rätselhaften Gebiets gewonnen, in der Hoffnung, die Geheimnisse aufzudecken, die im Herzen von schwarzen Löchern liegen. Um zu verstehen, wie schwarze Löcher entstehen und was in ihnen passiert, muss man sich den Lebenszyklus eines Massereichensterns noch einmal ansehen. Diese Massereichensterne sind kosmische Kraftwerke, die durch unglaubliche Kernfusionsreaktionen angetrieben werden, die in ihren Kernen stattfinden. Die Energiequelle der Sonne stammt aus der Fusion von Wasserstoff und Helium. Dabei stoßen Wasserstoffatome zusammen und bilden ein Heliumatom. Solange der Stern über genügend Wasserstoff verfügt, um die Fusion durchzuführen, kann er seine Helligkeit beibehalten. Allerdings haben die Stars einen unersättlichen Appetit und möchten den Fusionsschlaf halten. Wenn der Wasserstoff im Kern zur Neige geht, werden Sterne kreativ und beginnen, schwerere Elemente wie Helium, Kohlenstoff und Sauerstoff zu verschmelzen. Jede Fusionsreaktion mit schwereren Elementen erzeugt weniger Energie als die vorherige. Um diesen Energierückgang auszugleichen, muss der Stern härter arbeiten, schneller brennen und die Hitze erhöhen, um sein empfindliches Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.
Es kommt jedoch ein kritischer Punkt, an dem der Stern keine weiteren Elemente mehr ausführen kann. In diesem außergewöhnlichen Moment kollabiert der Kern des Sterns unter seinem eigenen Gewicht in einer gewaltigen Implosion. In diesem Moment entsteht ein schwarzes Loch und der kollabierte Kern bildet das Herz dieses Lochs, bekannt als Singularität. Zum ersten Mal haben Wissenschaftler ihre hochmodernen Teleskope auf ein supermassereiches schwarzes Loch gerichtet, das sich im Kern einer Galaxie befindet, unglaubliche 800 Millionen Lichtjahre entfernt. Schwarze Löcher sind für ihren unstillbaren Appetit bekannt und verschlingen alles, was ihnen zu nahe kommt. In diesem Fall geschah beim kosmischen Heißhunger des schwarzen Lochs etwas wirklich Außergewöhnliches, als Materie in das schwarze Loch fiel. Wurde sie auf extreme Temperaturen erhitzt, die Millionen von Grad erreichten. Dieses sengende Gas erzeugte eine helle Korona um das Loch und bildete einen starken kosmischen Halo. Die Röntgenfackeln entpuppten sich als kosmisches Feuerwerk, das durch das überhitzte Gas erzeugt wurde. Sie verschwanden nicht im Abgrund des schwarzen Lochs, tatsächlich erlebten sie einen ganz besonderen kosmischen Sprung. Diese Fackeln, die vom Gas hinter dem schwarzen Loch reflektiert wurden, widersetzten sich den Gesetzen der Physik, als sie mit den Magnet- und Gravitationsfeldern des schwarzen Lochs konfrontiert wurden. Und rate was? Sie überlebten die immense Schwerkraft und die Magnetfelder. Die immense Schwerkraft und die Magnetfelder des schwarzen Lochs krümmten die Röntgenstrahlen und gaben ihnen eine gekrümmte Bahn, die schließlich unsere Teleskope erreichte. Diese erstaunliche Entdeckung stellt die erste direkte Beobachtung von Licht dar, das aus dem Inneren eines schwarzen Lochs kommt. Und raten Sie mal, wer eine weitere Bestätigung seiner Theorie erhält. Albert Einstein und seine revolutionäre allgemeine Relativitätstheorie, die vorhersagte, dass Licht durch die Schwerkraft gebogen werden könne. Diese Beobachtung erfüllt Einsteins Prophezeiung und bestätigt die Brillanz seiner Ideen. Doch wie kam es zu dieser revolutionären Entdeckung? Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei beeindruckende Weltraumteleskope, das XMM Newton der Europäischen Weltraumorganisation, ESA, und das James Webb Teleskop der NASA. Diese Teleskope waren auf ein supermassereiches schwarzes Loch ausgerichtet und lieferten über mehrere Tage hinweg ein ziemliches Spektakel, indem sie faszinierende Röntgenstrahlen beobachteten, die von der glühend heißen Korona um das schwarze Loch ausgesandt wurden. Die Dinge nahmen jedoch eine interessante Wendung, als die Forscher tiefer in die Daten eindrangen und etwas Merkwürdiges entdeckten. Einige der Fackeln hatten andere Farben und kamen später als andere. Dies warf eine weitere Frage auf, warum kamen einige später als andere und hatten unterschiedliche Farben? Letztendlich stellte sich heraus, dass diese Röntgeneruptionen aus dem Inneren des schwarzen Lochs selbst stammten, in dem diese überraschende Beobachtung stattfand. Die Forscher machten sich an die Arbeit und führten eine umfassende Analyse durch, bei der sie die kosmischen Zahlen in ihre Berechnungen einbezog. Die Teile des kosmischen Puzzles fügten sich perfekt zusammen und offenbarten etwas Außergewöhnliches. Sie waren Zeugen eines Phänomens, das als Lichtechos bekannt ist. Wie wir wissen, besitzt ein schwarzes Loch eine extrem starke Anziehungskraft, der sich selbst Licht nicht entziehen kann. In der Nähe eines schwarzen Lochs befindet sich jedoch oft eine Materialscheibe wie Gas oder Staub, die durch die enorme Schwerkraft konzentriert ist. Dieses Material erwärmt sich, während es sich spiralförmig auf das schwarze Loch zubewegt, wobei es Röntgenstrahlen und andere Arten von Strahlung aussendet und einen leuchtenden Ring erzeugt, der als Korona bekannt ist. Und du denkst du? Lass es uns im Kommentarfeld wissen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, denken Sie daran, auf die Schaltfläche Gefällt mir zu klicken und es zu abonnieren, damit Sie keine weiteren Inhalte wie diesen verpassen.